Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Disco Elysium. Hallo an alle, die live mit dabei sind und hallo an alle, die das auf YouTube gucken. Wir machen weiter mit Disco Elysium und wir müssen zum Hafen. Wir haben was Wichtiges zu erledigen, denn wir brauchen die Hilfe von Everett. Ich habe keinen Bock drauf, dass wir die Hilfe von dem brauchen, ganz ehrlich. Ich frag den nur sehr, sehr ungern nach Hilfe. Aber ich befürchte, wir haben einfach gar keine andere Wahl. Wir kriegen die Leiche anders nicht vom Baum. Es hilft ja nichts. Fun Fact: In einigen Fantasy-Büchern sind Raben die Beobachter des Antagonisten. Ja, das ist ja ganz oft so. Ich meine, das populärste Beispiel ist bestimmt Herr der Ringe. Das kennt wahrscheinlich jeder. Eben, das ist ja auch so ein Motiv. Deswegen ist es auch naheliegend, dass an der Theorie was dran ist. Dass die tatsächlich auch fürs Institut spionieren, die Ödlandraben. Die sehen auch so seltsam unmutiert aus. Ach ja. Das ist keine Angel, oder? Das ist... Was ist keine Angel? Hä? Wovon reden wir? Mr. Dubois, I hear the meeting with Titus was a glowing success. That's such a relief. Titus can be a handful sometimes. Now, what can Everard Clare do for you today? Können Sie uns helfen, die Leiche vom Baum zu entfernen? You might have noticed there's one hanging on a tree behind the hostel cafeteria. Oh my. Don't take this question personally, but why would I get involved in this matter? Mr. Clare, the man was hanged with a cargo belt. A steel-reinforced cargo belt. It's safe to assume the Union had something to do with the murder. Besides, getting the body down would benefit all of us. It's a stain on the neighborhood. Sie sind eine Führungspersönlichkeit. Helfen Sie Ihrer Gemeinschaft. Vielleicht kann ich ein bisschen an sein Ego appellieren. I can certainly see how having him up there might start affecting some real estate values. But of course, all joking aside, I am going to help you. Jean-Luc, my boy, I'm sending two police officers down. They have a dead body in a tree problem they need help with. Namely, they need it to be taken down. And Jean, please take it easy with the race signs. That's a yes to getting the body down, no to the race signs. You can find Jean-Luc down at the gates. He's the big impressive one. Ah. Tattoos, muscles, ethnic looking. Ja. Great guy. Wir haben ihn schon getroffen. Ich weiß nicht, ob der so great ist, ehrlich gesagt. Naja, ich habe die Unterschriften abgeschickt, um die sie mich gebeten hatten. Ich lüge. No, you didn't. Ah. I know the mailman, Harry. I know everyone and everything that happens in this town. Der alte Everett. Dem kann man nichts vormachen. Just like I know, you'll get it done. Once you stop horsing around, let me know when it's done. Meinen Sie das Fischerdorf? Ich verstehe gerade den Bezug nicht. Aber ich sag's trotzdem. Meinen Sie das Fischerdorf? Yes, the little cul-de-sac on the coast, where all the men have drowned in either the sea or the bottle. A gloomy place doesn't have that Union attitude. Na gut, wechseln wir das Thema. By all means, Harry, what's on your mind? Wir gehen jetzt. Der Everett. Der Everett. Ein furchtbarer Mensch. Aber ich muss sagen, ich hätte ihn sehr gern als so
Verwaltungs- und öffentliche Management-Person. Ich glaube, das macht er nämlich sehr gut. Das muss man sagen. Der macht seinen Job sehr gut. Da kann man nichts. Das kann man ihm nicht vorhalten. Ich meine, vielleicht ist der privat auch ein total netter Kerl, aber hier diese passiv-aggressive Haltung gegenüber der Polizei, ah, das macht mich wahnsinnig, wenn ich mit dem reden muss. Wenn er wenigstens wirklich aggressiv wäre. Aber so, ah. Kann man dem nicht mal richtig was entgegensetzen? Ach so, ich soll ja noch mit Jean-Luc reden. Genau, hab ich fast vergessen. Ich dachte, die Leiche wäre jetzt schon unten. Netterweise. Ich meine, der ist zwar riesig und super muskulös, aber so riesig, dass der jetzt hier die Leiche runter reißt oder so, ist er auch wieder nicht. Aber der hat bestimmt das nötige Werkzeug dazu. Eigentlich hätten wir uns auch einen Bolzenschneider und eine Leiter leihen können, aber meinetwegen. Descent has only worsened since I last saw you. You have really let yourself go. Ich dachte, Everett hat dir gesagt, du sollst das mit dem ganzen Rassenlernblödsinn lassen. So. Everett hat sie gebeten, uns dabei zu helfen, die Leiche aus dem Baum zu entfernen. So it was. You surmounted the harbor wall in a display of athletic prowess to reach my superior, then had him give me an order. I salute your cunning and I will remove the body from the tree with my bare hands. Mit deinen bloßen Händen, wirklich? Du musst hier niemandem was beweisen, Jean-Luc. Ohne Witz, nimm Werkzeug oder so. Jetzt komm schon, sei kein Trottel. While I am gone, someone must stand guard on the bridge. That someone needs to be you. Both of you. That would mean you're openly showing the people that you're taking the Union's side. Und da will ich mich eben eigentlich gerade nicht einmischen. Lieutenant. Was ist, wenn wir das nicht machen wollen? This is the uncomfortable result of not taking it down ourselves. I can live with a compromise. Er kann mit dem Kompromiss leben. Friend, he is wise in his childlike way. His mysterious race may yet prove fierce competition to my heroic haplogroup. Aber dann würden die Leute ja sehen, dass wir Befehle der Gewerkschaft entgegennehmen. Yes. That is precisely what it means, Homunculus. This is not going to happen any other way. Homunculus? Warum nennt er mich Homunculus? Weißt du was? Ich würde ehrlich gesagt sagen, ich mach's, würde aber dann trotzdem gern das Tor öffnen, während er weg ist. Das wäre ein Power-Move. Na schön, warten wir hier, während Schädelmesser weg ist. Ich bin gespannt, ob das geht. Babe, see that they stay here the whole time. Jetzt hätten wir die Gelegenheit nämlich. Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich Zeit und kann mich hier umsehen. Knopf drücken, Kiste durchsuchen, alles, was ich nicht machen konnte, während der da steht. The woman's gaze follows Measurehead. So, you guys are like cops or something? Ja, wir sind Gesetzesvertreter. Cool, I like men with guns and power.
I'm Katya, by the way. You hear that? That sound? He's breaking something. Yeah, Jean-Luc must be really tearing it up over there. I wish I could see it. Ich nicht. Ich habe schon mehr als genug Leichen gesehen. Look at you! RCM Rent-A-Cops! Guarding that bridge like Evrod's lapdogs! Is this where it's at now? The RCM is for sale! And who are you? What is your business here? Why are your clothes four sizes too small for you? Ich arbeite mit wem ich will. A shrill laughter interrupts you, echoing across Martinez. It's Kuno. The man turns to look behind him at the behemoth appearing around the corner. Nein! Walking past him. Ich befürchte, mein toller Plan hat nicht funktioniert. Er kommt jetzt schon zurück. Ah, ist das gemein. The corpse has been removed from the tree. Stand down and congratulate yourself. You have sided with Hayes' victory today. Wir haben uns auf niemandes Seite geschlagen. Wir haben nur getan, was wir tun mussten, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. And what you had to do was to become a Union man for all to see. Aber ist Everett, der Gewerkschaftsboss, nicht weiß? Oh, don't be vulgar. White or not has got little to do with this. The race enigma runs much deeper than that. There must be some friction there. He's keeping it well hidden, however. Okay, okay. Ich kann ihn hier, glaube ich, provozieren. Ich kann ihm seine eigene komische Rassenlehre um die Ohren hauen, glaube ich, wenn ich nur die richtigen Knöpfe drücke. Ja, aber trotzdem dienen sie ihm ja. Wie vereinbaren sie das mit ihrer Weltanschauung? Ist doch klar, ist ein Mann mit Vision und Means. He has the will to confront international capital. Something your race, naivistic communists, never did. Also, to serve is noble. It takes discipline. Your petulant individualism has only contributed to your race failure. It is lax and moronic. Ich stehe aber in Wirklichkeit auf eine geheimnisvolle vierte Sache. Jam, individualism. You have gotten these ideas from degenerate youth culture, have you not? You have picked them up from rock and roll songs? Okay, Boomer. Eigentlich hat mich eher Disco draufgebracht. Offshoots of the Seminese people invented disco while having sex under the influence of cocaine. It is a shame upon my race. But what is done is done. I am not surprised you enjoy it so much. This has happened to many of the side products of the inevitable cultural victory of the Seminese race. Okay, jetzt frage ich, wer sind die Seminesen eigentlich? The South Island race, Haplogroup A4A. We are the rightful masters of the Insulindian Archipelago. We descend from the Areopagites of ancient Perikarnassus and arrived here 4,000 years ago. We are the future. That is all you need to know.
Also sind Sie auf einer der Inseln geboren und aufgewachsen und erst dann nach Revachol gezogen? I am a descendant. The narrow streets of Ulimbuir are with me in my genetic dreams. I see young Seminese women walk into the grey mass on Ile de Fantôme, waiting on immaculate conception from the pale. Also kommen Sie eigentlich gar nicht von den Inseln? No. I have heard about it on the radio. Aha. I would be appreciative if you did not further chase this line of inquiry in front of the women. Okay. Er ist also ein Anhänger einer seltsamen Rassenlehre, so wie alle seltsam sind und blöd. Und zählt sich selber zu der überlegenen Rasse, von der er aber nur im Radio gehört hat. Und, ja. Also sind sie eigentlich gar kein Seminese, sondern stammen bloß aus Revachol. I'm from Kuron. And no, it is not just in Revachol. The city is central to the Seminese strategy. Spreading through its trade networks, our culture will dominate the world. You have heard enough about our phylogenetic secrets for today. You have extinction to come to terms with. Think upon it. Oh Gott, Kim, was halten Sie von dieser Sache? I think this racist is better than the last, but the next racist will be the really good one. Das ist gut. That will be the. Der nächste Rassist, den wir treffen, der wird ein richtig guter. Ein richtig guter Rassist. Das wird dann unser Glücksrassist. You will grant us three wishes. Drei Wünsche. Genau. Your pedomorphic friend has quick wits. A protruding occiput and an indented zygomatic. Hey, Bad Wolf. The lieutenant does not flinch. Weil Kim einfach fucking cool ist. Kim ist der Beste. Kim ist einfach, ich glaube wirklich, ich habe vorher schon gesagt, ich glaube, der ist wirklich in meiner Top 5 wahrscheinlich. Vielleicht sogar Top 3 meiner absoluten Lieblingsbegleiter ever. Ich müsste eine Liste machen. Ich müsste tief graben, weit in die Vergangenheit gehen. Da gab's viele, ne? Aber Kim ist schon der Hammer einfach. You should keep him close. The congenital defect of farsightedness does not render him a complete invalid. He still has the use of his mind. Warum sind Sie nicht bei den Hardy Boys? I am not the first line of defense. I am the last. Aber Sie gehören. These so-called Hardy Boys are an effeminate clique of bodybuilders. Their company is spiritually degrading. Okay, aber sie gehören doch alle zur Gewerkschaft. The Hardy Manlets are on the pay of the company. I answer to the union alone. And I do this out of race heroism. Finance is an alien concept to the Seminole. Aha, hat sich alles schön zusammengelegt in seiner kleinen Zauberwunderwelt. Ja, ja, ich verstehe schon. Ich mach mir die Welt. Now leave me be. I must luxuriate in the company of my woman. Was ist denn mit den Tätowierungen? Racists are generally not very good examples of their race. Welcome to Revachol. You hear him yell at a redhead woman visiting a fritter nearby. I am not like them. I am craniometric perfection. I have taken the trouble to permanently draw a phrenologic grid on my skull and features.
This should dispel any doubt. Ach ja, weißt du, mit dem Satz ist er ist so knapp, so kurz davor, dass er es selber versteht. Wie blödsinnig das alles ist. Aber noch nicht ganz. Vielleicht kriegt er die Kurve noch. Sind Sie sicher, dass ich Ihnen nicht vielleicht kraniometrisch überlegen bin? You exhibit forward projection of the jaw, indicative of schizophrenia and sexual inaccountability. From a purely aesthetic standpoint, the dimple in your jaw makes you look like a baby. This is not craniometry, just an observation. Und was noch? It is impossible to see any more of your bone structure. It is covered in the ravages of Al-Ghul. From what remain of your features, I can see fleshy lips, baldness of the head, and long arms relative to lower limbs. This leads me to conclude, you are not a police officer. You are a common criminal. An offspring of murderers and sailors from Sur la Clé and Vesper, and possibly even the degenerate sheep herders of Ubi. Interessant. Also kam ein Teil meiner Vorfahren aus Sur la Clé und der andere aus Vesper. Your racial heritage is uninteresting. It is the same as all Rivershaulians. Your parents and their parents made the decision to reproduce while under the influence of Al-Ghul. That is the only reason you are here. Na dann, viel Glück noch mit deinen Konstrukten. Das wird schon, hoffe ich mal. Und danke fürs Leiche vom Baum holen. Na, dann schauen wir mal. Ich würde gern wissen, warum Kudo so gelacht hat. Ich ahne Schlimmes. Warum wollte der die Leiche auch mit bloßen Händen runterholen? Ich halte das für eine sehr schlechte Idee. Schauen wir mal, wie schlimm es ist. Vielleicht ist es auch gar nicht schlimm. Okay, die sieht noch recht intakt aus. The corpse lies on the ground. Among the remains of an absolutely demolished pinewood branch. It's gently laid on one side. Er hat quasi den kompletten Ast einfach runtergerissen. Na dann. Ein herrlicher Anblick. Wir wischen uns Tränen aus den Augen. Mr. Measurehead has done a good job. Nothing is too broken or compromised. The victim is ready for a field autopsy. Eine Leichenschau vor Ort? Yes. One. Investigation of the scene. 2. Initial examination of the victim. 3. Field autopsy. 4. Transportation of the body to the morgue. We are on number 3. The RCM's 4-phase murder scene processing manual. The fuck are they on about? Cop's gonna cut his shit up! Haben wir niemanden anderen für sowas? Vielleicht einen Arzt? No. You and I are detectives. The honorary rank of detective signifies our ability to handle the entire incident chain. From autopsy to cleanup to social work. Everything. Moment mal, Detective sein ist ein Ehrenrang? An honor and a burden attached to your rank once you've proven yourself able. Usually after 5 to 8 years of field work. Mine is lieutenant detective. Naja, ich fühle mich schon wie ein Detective. You are. Your station would not have assigned you on this case if you weren't. Now. Okay, zuallererst, was genau ist eine Leichenschau vor Ort? Come on, officer. You know what a field autopsy is. You've done 100 of them. Ja, aber ich habe jede einzelne vergessen, Kim. What you do know is,
At 18.9 kilometers, the dormant shield volcano, Corpus Mundi, is the world's highest summit. And the failure of the 38 single, Epuis de Sang, to crack the top 20 was the death knell of disco. But what the field autopsy is, you have no idea. Eben. Warum weißt du das eigentlich nicht? Bist du zu irgendwas zu gebrauchen? Wir reden wahrscheinlich mit unserer Enzyklopädie. You must have me confused with the Copopedia. Na gut. Und wer ist die Copopedia? Ich muss mit dir reden. You, sir. You are the Copopedia. Na gut. Okay, klatschen wir in die Hände, dann stürzen wir uns mal ins Vergnügen. There truly is a time for everything. Even for yellow gardening gloves. However, they are lacking hygienically. I suggest you get in there in limited capacity. Er spricht die Handschuhe an, die ich gerade anhab. Das ist ja mal cool. Ich weiß nicht, wie meint sie das? I mean when I need you to. Until then, I should handle physical contact and you should take notes. Okay. You're being handled. If you resist now, he will turn on his heavy duty authority mode. You will get your chance to dig in later. Na gut, wir füllen einfach das hier aus, richtig? Wir zeigen auf ein rosa Formular für die Leichenschau vor Ort in unserem Fallbuch. That's right. Gut. You knew it because you inspected your ledger. The lieutenant is relieved you know the protocol. Dann öffnen wir mal unser Fallbuch und schlagen die Seite mit den Formularen für die Leichenschau vor Ort auf. The dead man stares in silence as you crack open the ledger. The bright red paper is covered in boxes and lists, describing the condition of his skin and organs in three parts. Above those, an 11-field info form needs filling out first. It begins with... Okay, beginnen wir mit erstens assistierender Detective. That's you. Okay, dann machen wir alles mal ganz ordentlich. Wir schreiben Raphael Ambrosius Custor. Nein, wir schreiben natürlich Harrier Dubois, Lieutenant Doppelt Jefreiter. Ich weiß nicht mehr, wie sie das ausgesprochen haben. The corpse is indifferent to your scribblings. Just lies there. The next box says. Zweitens, rechtsmedizinische Berichtsnummer. KK57-0803.0815. 0851. Das ist die Vorwahl von Passau. Schreiben wir auf. Next. Drittens, Name. NA. Next. Viertens, Geburtsdatum. NA. Fünftens, Alter. Roughly 50. Okay, schreiben wir circa 50. The corpse looks ageless, like meat on a hook. Teeming with opportunistic microorganisms, letting out a foul-smelling thiamine compound. Your eyes turn watery. Ethnie? Mondiale. Fair to olive-skinned, from the Isola of Mundi. This is as vague as it gets. You might as well say whitish. Ich notier's. The pudgy mess of curdled meat looks neither mondial nor anything other. Geschlecht? Fucky. Male. Pigs can have sex. Ich könnte jetzt die Kommentare der Kinder hinschreiben. Bullenbumsen jetzt oder Ficky. Oh Gott. Hallo, der Dom. Willkommen zurück. Ich glaube, ich bin so versucht, dass ich da jetzt einen Blödsinn hinschreibe. Okay. Nein, okay. Doch. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Ich schreibe männlich. Ich habe jetzt random Zufallsgenerator angeschaltet, Stick hin und her geschwubbelt. Es ist auf männlich stehen geblieben. Machen wir. Komm, wir sind Profi. Wir sind hier Profi jetzt. Nor does he look male with his pregnant belly and
indistinguishable face. Todesdatum? We're still going with March 4th, 51. 4. März 51. What else? 9. Body identified by is non-applicable. 10. Case number is the same as the coroner's case. KK57-0503-0815 listens, motionless, with the cargo belt still around his neck. Only one box remains. Okay, 11. Hinweis auf Manipulation. None. At least not after the initial examination. A strange word. Treatment. Was genau ist mit Manipulation eigentlich gemeint? Interfering with the body's position or wounds post-mortem. Naja, ich meine, Kuno hat ungefähr 3 Tage lang Steine auf den geworfen. Sollten wir das nicht notieren? How did you not know that? Aren't you a cop? You're leaving a weak impression here. Say something sure-handed. Don't overdo it. It's okay to be unsure. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Von den Fußspuren her sieht so aus, als sei er hierher getragen worden. They'd have to have incapacitated and carried him over. This man was more than a match for untrained dog walkers. Your central nervous system recognizes this gesture. It's the stations of the breath. Ecclesiastic, religious in nature, a holdout from pre-Delorean burial rites. It takes him 2 seconds to perform. Then, somewhere in Jamrock North, a small woodshed behind Rosencrantz Row, Lieutenant Nick Feuerbach puts his hand to the chest of a small corpse, no larger than a monkey. It's raining outside, light drizzle. There is darkness in the shed. Elsewhere yet, an obese female sits in a wicker chair, her silhouette ball-like against the window. Outside, Grand Coudon. The day is turning dim for Sergeant Mac Dawson. Hand extended, he approaches, to make sure she is dead more than anything else. And so, all across Jamrock, Coal City, GRIH, 42 deceased persons found today, 42 stations of breath. We should start the post-mortem. Wir blättern vor. The corpse cannot feel Kim's hand on his chest. It no longer meaningfully interacts with its surroundings. A thicket of boxes and lists on red copier paper tries to answer why. Erstens, äußere Umstände, Zusammenfassung. Clothes. The deceased wears armored boots and white briefs. The make of the briefs is Babrodine, I think. Let's see. Oh, see, it's happening. Babrodine, yes. Inexpensive. Size M. Color white. The disappointment is palpable. The red-haired thing was expecting something more lurid. Wir notieren. The boots are ceramic, vitreous enamel. They are fused to his skin from blood flowing downward post-mortem. Removal of the boots is left for processing. It would be clever of you to omit the boots altogether, sire. If you are to keep them for yourself, as you ought to, you have deserved them more than anyone else. Und wann werde ich die Stiefel bekommen? Patience. After the autopsy, before the body is taken away, there will be a window of opportunity. After the lieutenant has gone to sleep, I hope this has helped you, my liege. Ich notiere es. The boot has a serial number. It's E50.100.1000. The lines between the plates are in the shape of the alphanumerical. The number is purposefully concealed by the design. Was du verpasst hast, also wir haben, wir waren beim Gewerkschaftskerl Everett. Haben denen gesagt, er soll uns helfen, die Leiche runterzuholen. Er hat seinen rassistischen Handlanger geholt, der das gemacht hat für uns. Und jetzt untersuchen wir die Leiche hier. Und zwischendurch haben wir in Genshin Impact die neue Figur versucht zu ziehen. Ich habe sie leider nicht bekommen. Naja, also notieren wir das.
tattoos. The upper torso is covered in a single, continuous tattoo resembling a map of the night sky. It reaches from the right shoulder to the heart. The ink is blue and white. The assistant has a color photograph of the markings to be added to the case files as document A1. The photo is taken on the scene using a triggered mini. Ja, die Stiefel würde ich echt gern klauen, weil ich habe schon einige andere Rüstungsgegenstände. Und das ist scheinbar eine super teure, hochwertige, kugelsichere Superrüstung. Die hätte ich gern, für den Fall der Fälle. Es kann nicht schaden, kugelsicher zu sein, wenn man hier so Ermittlungen anstellt. Ich meine, scheinbar sind sie leider nicht erhängsicher, aber man kann nicht alles haben. The deceased has a belt for airlifting cargo around his neck, tied with a hangman's knot. Color yellow. Length 3 meters. There is a buckle on the other end. Well nourished, athletically built, measuring 1.8 meters, generally consistent with age, about 50. Preservation is good. Ambient temperature below freezing. Body hair is light brown. Distribution is consistent with age. The deceased had male pattern baldness. Hair is combed back, short. Na gut. Ich schreibe kurz hellbraun. Anlagebedingter Haarausfall. Lividity is consistent with hanging. The head is congested. Contusions are present on the head, chest and thighs. Consistent with stones thrown post-mortem. Ah ja. Low velocity. Das ist gut, dass wir das noch mit aufnehmen. Habe ich vorher schon gemeint. Fucking low velocity. You think Kuno doesn't know what you're talking about? Velocity was fucking max. Talking shit about Kuno's velocity. In addition, there are bite marks on the face, scalp and chest, consistent with predation. Ich könnte das notieren, aber hohe Geschwindigkeit hinschreiben. Aber das mache ich nicht. Ligature mark. The steel wiring. There's too much of it. We need to remove the belt so we can get to the ligature mark. You got just the right tool for that. The chain cutters. Aber sicher, ich bin vorbereitet und wir nehmen den Bolzenschneider. Ich streichel ihn sogar. The hanged man lets out a joyous little bubble of rot from his nose. Gut, dass wir diesen Bolzenschneider haben. Du holst den Bolzenschneider heraus und legst deine Hände auf die Gummigriffe. Always good to think ahead. Now we need to cut the belt to see the ligature mark below. Carefully, with as much precision as you can. See, my pig is gonna fuck his head off. No, he ain't. Your pig's a boring fuck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das schaffen wir nie im Leben. Okay, ich halte nach einer guten Stelle zum Schneiden Ausschau. The belt is equally tight around the whole circumference of his neck. Hat uns nicht geholfen. The edges like white bread rising from the east. Ich ignoriere die beiden Kinder einfach. Das eskaliert immer nur, wenn ich auf die eingehe. Ich versuch's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werde dem wirklich köpfen oder ich schaff's nicht. Das ist eine rote Würfelprobe, sie kann nicht wiederholt werden. Oh Gott, dann versuche ich erst die anderen Optionen. Vielleicht hilft es uns ja. Und ich sage, ja, ich bin Kunos Bulle. Das sehe ich genauso. You are? This pig is Kuno's. Being Kuno's pig has a steadying effect on your hand. Go with the flow, man. Aha, weil ich Einigkeit mit Kuno erreicht habe, bin ich jetzt ein bisschen besser. Wir haben immerhin eine 58%ige Erfolgschance. Versuchen wir es mal. After yes! You sink the cutters, tying the belt together. You squeeze the rubber handles together. Sweat forming on your brow. Drücken wir so fest wir können zu. Snap. The knot is slashed. Another cut and the belt falls apart like a flower bouquet, revealing the dead man's neck and the dark red ligature mark around it. The rope rises to a point, leaving a gap
in the ligature mark. The suspension point is in the back of the neck. Hemorrhaging is observed on the skin, above and below the ligature mark. The mark is well pronounced, consistent with a drop from 1 or 1.5 meters. Chest is intact, normal contour, abdomen is protuberant, pelvis intact, genitalia... Now! Let's get out of it, see! I fucking knew it! This is clearly what they've been waiting for, ever since the autopsy began. The lieutenant is trying to make it as boring as possible. Genitalia is male and unremarkable. No evidence of injury. Sieht so aus, als ob er den Augenblick seines Todes wirklich genossen hätte. Ah yes, your hunch before. We can have a semen analysis requested from processing, if that's what you meant. Nein, ich hatte gerade eine paranormale Eingebung. No, you weren't, officer. That would be preposterous. Just write down that we request a semen, vaginal and anal fluids analysis. The corpse with his pants down does not have an opinion on the subject. All he has is genitals and a deathly odor. Na gut, untersuchen wir die Genitalien. The dead man's penis is average sized, congested from the downward collection of blood. The testicles are uneven in length, hanging underneath. The genitalia is greenish. Marbling is present around the crotch. Na gut, notieren wir das und ergänzen Spermaprobe. Back is symmetrical and intact. Upper and lower extremities are intact, but asymmetrical. There are combat injuries on the right hand, thigh and hip. Weiter. Bullets have bitten little pieces out of him. It must have been excruciating, especially the hip. Before you is a temple of pain, that new little tenderness in life. In addition, I see smaller, residual scars, too numerous to count, covering about 30% of his skin. Das ist der Körper eines Soldaten, eines Söldners. Mm-hmm. We have a real museum here. Of battles, wars. Schreiben wir es auf. Last item, hands. Okay. Ich lasse den Lieutenant allein arbeiten, wie er es am Anfang gesagt hat. Ich lasse ihn allein arbeiten. Hands are clean. No sign of a recent struggle. Haben wir denn welchen erwartet? I was. Maybe I'm just not seeing them. Honestly, this stench is making it hard for me to think at the moment. Schreiben wir es auf. That's all for the external. Well done. What next? So, das war's alles nur erstens. Oh Gott. Okay, zweitens, innere Untersuchung. What? Central nervous system. I have nothing. Do you have anything on this man's central nervous system? Woher soll ich irgendwas über das zentrale Nervensystem von dem wissen? Of course, there is a moral to be drawn from it. A moral to this story. Eine Moral der Geschichte. Wenn ich darf, und die Moral von der Geschichte. What would that be? Weiß ich auch noch nicht. The dead man looks, too, with barely contained excitement to hear the moral of his story. Das Gehirn reagiert äußerst empfindlich auf Beeinträchtigungen einer Blutversorgung. Seiner Blutversorgung. I think that may well be the moral of every story, officer. Ich schreibe einfach entfällt. Good. Musculoskeletal. Purge fluid is coming from the mouth. Not injury related. Eyes and tongue protuberant. Hyoid bone. Let's see. With his eyes almost closed, the lieutenant puts his hand on the dead man's throat and begins to massage it, gently. A rotting smell erupts from the mouth. Purge fluid runs down his lips, black and viscous. You hear cracks as the lieutenant moves his sharp fingers inside the flesh, like the creaking of an old house at night. Yeah, jack that fucker off! The hyoid bone is fractured. The rest of the musculoskeletal system is intact and remarkable. Notieren wir. Respiratory system.
Oral cavity shows no lesions. The victim has received dental implants, possibly after a combat wound. Mouth swollen. Hemorrhaging present in mucosa of the lips and mouth. From here, it looks as though the clown-faced man is screaming. The tendons of his jaw are torn apart. Hyoid, ripped from the force of the lieutenant's hands. Okay, schauen wir in den Mund des Toten. No scream. No sigh of relief rises from the darkness inside. It's humid there. Sickly sweet air, unlike anything living. You feel like you're about to throw up again, straight in that mouth of his. No, you don't. You can keep it in. You can keep anything in. Okay, Schmerzgrenze, du hast recht. Schauen wir noch tiefer hinein. You manage to suppress the contractions trying to enter your stomach. All it takes is concentration. Through it, you see nothing but darkness. More meat and darkness. There are ancient mysteries down there, Kobo. Ask me later. Innenleben? Warum redest du denn so komisch? Hemorrhaging present in mucus. Okay, schreiben wir es auf. Hepatobiliary, NA. Warum haben wir nichts dazu? Ah. Are you hepatobiliary expert? Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Ich glaube nicht. Neither am I. Hepatobiliär. Das hepatobiliäre System. Nee, kannst mir nicht herleiten. Ich schreibe einfach empfällt. Same for toxicology and serology, NA. Beides? Unless you have untapped reservoirs of knowledge there. Der Komplettist in mir fragt sich, ob es noch etwas gibt, das wir tun könnten. We already have one test, as per regulation. And we already requested semen. Pigs requested semen like it's no big deal? I'm not even interested in these boring mucus anymore. I haven't sucked him off or anything. Ja, scheiße, dein Leben hat keinen Bock mehr. Ja, dabei sollten wir es lieber belassen. Das ist wichtiger. Leave it NA, then. Cardiovascular. The body exhibits heavy lividity. Blood has gathered in the hands, feet and neck. Hypostasis is visually consistent with the hanging. Notieren wir. Gastrointestinal. Digested semi-solid food in stomach. Voilà. Ja, okay. Wir notieren so und verkneifen uns das Voila. Es fällt mir echt schwer, aber ich versuche das jetzt hier so professionell wie möglich auszufüllen. Also ohne Voila. What's next on the list? Was ist das nächste? Beschreibung der Verletzung in Zusammenfassung. Let's see. We have bite marks, contusions on head and chest, and a ligature mark encircling the neck. You'll need 3 fills. Leave a 4th one too. Erstens, Bissspuren. Head, chest and scalp bite mark injuries. Predation by birds has caused damage to the body. Odontologist does not need to be consulted. And your opinion, officer? Nicht tödlich postmortal. Agreed. Next injury. Zweitens, Kontusionen. So, the scalp bleeds from a postmortem head injury, a stone. The injury does not have the rim of an early inflammatory response. A perpetrator on the scene has confessed to causing it postmortem. At maximum velocity, fucko! Has confessed to causing it at maximum velocity. Finde ich lustig. Kim ist schon einfach lustig. Okay, notieren wir's. Coagulated blood sticks to his scalp and chest, where the countless stones have hit the dead man. Beneath the description of injury, 2 boxes. Okay, B, nicht tödlich postmortal. Right. Next. Dann haben wir die Strangulationsmarke. A dark red abraded ligature mark encircling the neck, with a gap on the nape measuring, let's say, 7 centimeters. The hyoid bone is fractured, the cervical column intact.
I see hemorrhaging on the skin, above and below the ligature mark. Depth of the mark, 1 cm. No signs of clawing on the neck. Na gut, notieren wir. Below the note, 2 customary boxes wait to be ticked. The man's head jerks to the side. The ring around his neck is visible. Beurteilung, tödliche Verletzung. That's it. We have established cause of death. It's not much, and it leaves much to be questioned. But it's a start. Let's wrap this up. I pronounce this field autopsy over. Wir haben jetzt, glaube ich, mindestens 3 Level oder so, die ich jetzt dann hochleveln kann. Das ist ziemlich cool. Wir haben heute echt in gerade mal 2 Stunden Spielzeit oder so viel geschafft. Verraten Sie mir zuerst noch, wie ist es Ihrer Meinung nach gelaufen? Well, we established probable cause of death. Some would say that's the goal of an autopsy. We requested a test to be run on the genitals. That was the règle. The results should arrive in a couple of weeks, if we are lucky. I will not hold my breath. Was noch? We were thorough with the list of injuries, too. We described them all in detail. What is there to say? Given the circumstances, it was a professional field autopsy. Okay, und nun? I need a copy of that autopsy form. Then I will drive him to Faubourg. Okay, geben wir ihm den Durchschlag des Leichenschauformulars. For processing. He's thinking, did I miss something? You tilt your head, also looking at the corpse. Unsere Wahrnehmung ist eingeschränkt, weil wir die wahrscheinliche Ursache festgestellt haben. Gehen wir erstmal die anderen Dialogoptionen durch, weil eventuell können wir dann unsere Wahrscheinlichkeit ein bisschen steigern. Vielleicht finden wir noch ein bisschen was. Neuromancer schreibt, hoffentlich wird Fallout 5 wie ein Spätwestern. Das ist ein Filmgenre, das am Ende der Wildwest-Ära spielt. Das ist ja im Grunde fast so ein bisschen eher wie New Vegas oder vielleicht auch eher die, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, die Wasteland-Spiele. Genau, eher wie New Vegas 2. Aber das wird nicht so sein. Bethesda hat mit seinen Fallout-Spielen schon einen ganz eigenen Stil. Ganz anders als der Stil der Originalschöpfer. Also von 1, 2 und New Vegas. Da merkt man schon deutliche Unterschiede. Wenn es ein New Vegas 2 gibt, dann glaube ich eher, dass das so ein bisschen in die Spätwestern-Ecke schlagen könnte. Aber Bethesda selbst macht das nicht. Die bleiben da, die haben irgendwie gern eher so ein militaristisches Setting irgendwie mit ganz vielen Fraktionen, die da alle irgendwie so ein bisschen in dieses Spektrum passen und so. Die sind da ein bisschen anders gestrickt, glaube ich. Okay, Tota, erzähl mir was. Shoot, Looney Rooney. Verdammt. Ah doch, wir haben was Neues. Wir haben eine neue, cool. Bei der Leichenschau hast du erwähnt, dass du uralte Geheimnisse kennst. Oh yes, Kobo Milobo. In the gift horse's mouth. Tracts and wakes and waterways. Ancient materials buried. Von mir aus, aber wohin, Bruder? Just a small gulp away, my beloved Kobo. A small gulp away. Der hat uns nicht viel gebracht. Das könnte ich mir sogar vorstellen, der Domdam. Das wäre witzig, weil es voll geklaut wäre im Grunde. Aber das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Die haben jetzt quasi 2-mal ihr typisches postapokalyptisches Ödland abgebildet in Fallout, Bethesda. Jetzt haben sie mit 76 so ein bisschen eine gesündere Welt dargestellt, dass das nächste in den Norden geht und sehr verschneit wird, genau wie es Wasteland 3 gemacht hat eben, ist nicht abwegig. Ich könnte es mir vorstellen. Rein spielmechanisch ist meine These, da traue ich mich wetten,
dass Fahrzeuge der nächste Schritt sein wird, den die in Fallout einführen werden, in Fallout 5. Das ganze Crafting, der Basenbau, die Powerrüstung und so weiter, das wird wahrscheinlich beibehalten werden. Aber ich kann mir vorstellen, die Map wird größer, der Abstand zwischen den einzelnen Locations wird größer und dafür werden Fahrzeuge eingeführt. Könnte ich mir vorstellen, das wäre so meine Theorie. Also Fahrzeuge, die man selbst steuern kann. Na gut, und an denen man rumbauen kann. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man am Anfang vielleicht so ein... Ich weiß nicht, wie klein die anfangen, aber ich könnte mir eben vorstellen, die fangen eben mit einem kleinen, wieder in Schuss gebrachten Auto an, ähnlich wie es ja auch bei Fallout 2 ist, und gehen dann vielleicht sogar in Richtung Panzer und Vertibirds, wie es ja auch in Fallout Tactics zum Beispiel ist. Na gut, es reicht. Come back later, Corpo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. Ganz genau, guck. If possible, also see me in your dreams. Unser Innenleben hat uns vorher schon darauf hingewiesen und jetzt auch die Leiche. Wir müssen noch mal tiefer in den Mund schauen. Das hat uns jetzt geholfen, aber naja. Versuchen wir den Toten die Stiefel auszuziehen. I thought we decided to leave it to processing. Let's not turn this into some kind of circus. Ende. Speichern. Leiche wieder anschauen. Und jetzt versuchen wir es. You run your hands over the victim's cold body. Nein, tue ich nicht. Ich lade nochmal. The man is decomposing. Welche Neuerung von Fallout hat euch am wenigsten gefallen, von 3 New Vegas zu 4? Ich persönlich vermisse am meisten das alte Statistik- und Perk-System, schreibt Bad Wolf. Das sehe ich auch so. Das Perk-System war eben in Fallout 1 und 2 echt einfach absolut genial. Die haben mir das von dem GURPS-System übernommen, so ein relativ bekanntes Rollenspielsystem. Da haben wir auch schon mal eine Pen-and-Paper-Rollenspielsystem. Da haben wir auch schon mal eine Pen-and-Paper-Session mit dem GURPS-System gemacht. Und das ist super. Das hat ja der erste und der zweite Teil so ein bisschen dich inspiriert daran. Und das ist einfach ein tolles System. Und das hat der dritte, finde ich, auch noch sehr gut übernommen. Und je weiter es sich davon entfernt hat, desto doofer wurde es. Der vierte hat dann schon irgendwie noch für mich funktioniert. Aber naja... Aber bei 76 jetzt zum Beispiel dieses Karten-Perk-System finde ich persönlich ganz schlimm. Das hasse ich komplett. Da macht es mir überhaupt keinen Spaß, meinen Charakter weiterzuentwickeln. Das ist für mich nur noch blöd. Ich hoffe sehr, 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 sehr stark, dass sie wenigstens von diesem Kartensystem wieder zurückgehen, wenn sie wieder ein Singleplayer-Fallout machen. Und wenigstens wieder so ein Fallout 4-System einführen. Dass die wieder zurückgehen auf das alte Perk-System, glaube ich leider nicht. Aber ja, mir fehlen auch bei Fallout 4 einfach die extremen, die krassen und die albernen Perks. Die wären mir halt wichtig. Schon schade. Das fehlt mir stark. Und ich finde halt, dass in Fallout 1 und 2 und auch New Vegas die Welt irgendwie einfach viel plausibler und dichter und authentischer und düsterer ist. Und gerade in New Vegas sind halt quasi wirklich die Quests so verwoben und so zusammenhängend und die Stories sind auch so gut und die Charaktere so glaubhaft. Ist einfach super. Da hat es wirklich seinen Höhepunkt erreicht und das fehlt halt in Fallout 4 sehr. Aber das ist halt der Unterschied zwischen Bethesda und Black Isle Studios beziehungsweise wie heißen die jetzt? Obsidian. Aber ja. So ist das. Hab 1 und 2 nicht gespielt, scheue mich zu sehr davor. Also ich habe die erst vor relativ kurzer Zeit wieder gespielt und ich finde, dass die immer noch gut spielbar sind.
Die sind jetzt kein Checked Alliance, was den Taktikteil angeht. Und die sind jetzt auch kein Fallout New Vegas, was die Dialoge und so angeht. Es ist halt schon ein oldschooliges Spiel, aber ich finde, man kann es gut spielen. Vor allem, wenn man es ein bisschen moddet, wenn man die Restoration Packs benutzt. Dann geht das auf jeden Fall. Okay, jetzt versuchen wir es nochmal mit unserer Wahrnehmung hier. Your arm yes! And your eyes close. Nice. By their own volition. It's dark all around. You feel cold, dead flesh through the latex glove. It's right under the palm of your hand. Was ist das? His face, his cheeks, his nose, his fat, swollen lips. Like a rubber spider, your gloved hand crawls on his features. Everything is silent, all around. Na gut, unsere Finger krabbeln in seine Nasenlöcher. They are swollen shut. You need to really push to get in. Dann verwenden wir Kraft, um mit unseren Fingern in seine Nase zu kommen. Only the little one fits. The flesh changes shape as you bore in, searching for something in the cartilage. The fuck is he doing? The thing you're looking for, it's not there. Crawl out, spider. Na gut, dann stecken wir einen Finger in seinen Mund. Und es kommt kein Text. The oral cavity okay. is cold and moist. A ball-like tongue attaches itself to the base of the mouth, lolling around like a scallop. You're on the right track. Okay, Innenleben. Ich habe beschlossen, dir immer zu vertrauen, auch wenn ich nicht weiß, ob ich das sollte. Also. Ich spiel mit ihr. Es fühlt sich richtig an, wenn mein Innenleben das sagt. The tongue moves freely in the cavity. The mucus of the mouth is slippery, fragile, even through the latex. From the soft meat, teeth are budding. Hard pearls of bone in the gums and in the back of the mouth. Can you feel it? You're so close. Rip his jaws open now. Look in. Okay, okay, öffnen wir die Augen und sehen nach. A vision of black and dark red death, pried open by your hands and studded with teeth. Looks like he's laughing. Death fumes rising from his throat. And there, in the back of his mouth, above the bell of the uvula, right in the soft palate. You see a hole, barely visible to the human eye. It is swollen shut, almost vanished. No larger than 0.4 centimeters in radius, the edges appear darkened. Okay, ein winziges Loch. Dann sagen wir mal Scheiße, ja. Mhm. Keep going. Kuno nods too. He takes a step closer. Selbst Kuno haben wir jetzt in unserem Bann gezogen. Okay, berühren wir ihn sanft mit deinen Finger. A black trickle of liquid runs into his throat from the wound. Stecken wir den Finger in die Wunde. Your index fits right in there. A tight tunnel of flesh opens up. Tissue damage. Wide enough for two fingers. As you push both in, you reach through his mouth, right into his brainstem. Er wurde also nicht, er ist vielleicht doch nicht am Hängen gestorben. The fuck is happening? Ah, shit, see? Stammhirn? Yes, that's what this part is called. Okay, tasten wir noch einmal alles ab. The basal ganglia feels clumpy. What entered here has torn apart his reptilian complex. This man will never sleep again. Never wake. Okay, schieben wir unsere Finger weiter hinein. Your yellow fingers slide into the remains of the limbic system. There is no resistance. It's gelatinous. The slug-like structures are damaged too. The tearing extends deep into both hemispheres. The ululations of the limbic system have ended. All is quiet. Da ist ein Hohlraum, ein Einschnitt, direkt zwischen den Gehirnhälften.
The lieutenant answers with the sound of his pen on paper. Fucking cavity, see? Quivering with awe. Schieben wir die Finger noch weiter rein. Your fingers are all the way in now, reaching toward the inside of his skull. The cavity goes further, but the entry wound isn't wide enough for the rest of your hand to follow. Okay, schlängeln wir unsere Finger weiter hinein. Your fingers reach toward his skull. His cerebral cortex feels like jelly. Cold jelly. Strange fluid streams down your wrist as you push deeper until you feel it on the tip of your finger. It comes. Ice cold serrated metal. Its edges cut right through the latex and into your finger. Oh. The pain is barely noticeable under the adrenaline rush. Oh, ich spüre einen festen Gegenstand direkt unter dem Schädel. Can you get to it? Inspizieren wir zuerst den Schädel. Hi, das ist ein Trailgun. There's a tiny crack. A protrusion in the cranium. Right in the back of his head. Your finger must be pointing straight at it. From the inside. The object that is in there stopped just short of the skull. In the encephalus. Knocking this tiny fracture into the cranium. We have the makings of a very small exit wound here. Forget about the fucking exit wound, Beano. The pig is wearing him like a fuck puppet. Her voice is absolutely sizzling with excitement. Okay, wir schaffen es fast hundertprozentig, dass wir das rausziehen. Komm schon, bitte. Ja. Gut. You pick the object between your index and middle finger. Feels sharp, like metal. You press your teeth together. Your jaw is clenched. All you need to do is just... Ich schaff das. My pig's fucking got it? He's watching his old man get the big prize at the claw game. What? What is it? Wir ziehen unsere Finger langsam raus. The inside of the head feels cold and smooth, like a glove. Sweat dripping down your brow. Careful not to lose the prize between your fingers. With a plop, your hand emerges from the mouth. The garden glove is covered in blood right up to the wrist. Between your fingers, a small flower. A blossom made of lead. Fucking beautiful! A bullet. Lassen wir die Kugel in die kleine Tüte fallen. The bullet falls in the bag, leaving a smattering of blood on the plastic. He raises the bag under his eyes and says, a non-caliber rifle, some kind of brittle alloy, fractured on impact. Heißt das, er wurde erst erschossen und dann erhängt? Aber wenn er sich, also wenn die Eintrittswunde oben im Mund ist, das wäre so typisch Selbstmord, ne? Könnte es sein, dass er sich selbst umgebracht hat und dann erhängt wurde, um vielleicht den Selbstmord zu verschleiern oder so? Oder irgendwie so? Kann ich die Kugel haben? Of course, you deserve it. We need to add an item to the injury list. Injury number 4. Oval entry wound with an abrasion collar. Soft palate, back of mouth. High velocity. Temporary cavity in brain tissue. Small exit wound on the occiput. How does that sound? Wie der Himmel auf Erden. Opinion, fatal injury. Verdammt richtig. And one last thing. We should amend injury number 3. Ligament mark. New opinion, non-fatal, post-mortem, treatment. Denke ich auch. He's proposing the bullet was the real cause of death, and the hanging an attempt to conceal this fact. Die Strangulationsmarke, das gebrochene Zungenbein, alles Manipulation. Yes, and the belt around his neck, the hanging, even dragging him to the yard.
All of it was done after this man was already dead. Tod, Tippi, Toppi, tot. Was? Stimmt. I have had my doubts since you showed me the tracks. Why did they carry him over? Why not march him, I thought. There was no satisfying explanation. There have been other signs too. Small details. Everything is too neatly designed for us to assign probable cause here. As we did, full-heartedly. Well, no more. We almost fell for it, he thinks. Almost. Wer sollte denn sowas machen? That's for us to find out. But this, it will make finding them just a little easier. Und warum sollte das jemand so machen? To hide something. The real killer? The real motivation? What really happened here? Ich glaube, ich muss mich waschen. Oh, you really, really do. I'm glad to hear you say that. Your room in the Whirling in Rags should come with a bathroom. Be sure to make use of it in the evening. Aber ich bin doch schon gar nicht mehr da. Vielleicht hätte die Kugel mehr Antworten bereit. Hält sie mehr Antworten bereit. Yes, we should take a closer look at it. I am certain it has more to tell us. This little thing could reveal much about the weapon that shot it. Jetzt wird's doch noch mal echt spannend. Ich dachte ehrlich gesagt, nachdem die Gewerkschaft Hardy Boys da schon zugegeben haben, dass sie ihn gehängt haben, wusste ich die ganze Zeit nicht mehr, na was wollen wir denn jetzt eigentlich noch? Aber jetzt ist wieder ein Mystery-Fall da. Jetzt ist wieder ein Fall da, der gelöst werden muss. Was ist jetzt der nächste Schritt? We bag the corpse and carry him to the holding pen of Mikey Nema. I can transport him to processing myself, but I will be gone for the rest of the day. Work on the case. Attend to personal matters. Try not to do anything too dangerous. An officer needs backup in a neighborhood like this. I'll leave that choice to you. And one more thing. Great work, detective. The word lingers in the air of the yard. Far away, dogs are barking. Further yet, the sound of motor traffic. Detective. After you bag the corpse, Lieutenant Kitsuragi will leave the party until tomorrow morning. You can do side tasks, and even the main case, but it might be more difficult. Plan his exit accordingly. Na gut, versuchen wir nochmal, ihm die Stiefel auszuziehen. I thought we decided to leave it to processing. Let's not turn this into some kind of circus. Na gut, Ende. Mein Innenleben oder irgendwas hat mir ja gesagt, ich soll ihn liegen lassen, soll warten, bis er ins Bett geht, und dann soll ich herkommen und ihm die Stiefel klauen. Und morgen kann er ihn dann von mir aus wegbringen. Aber erst muss ich seine Stiefel klauen. Aber ich habe das noch nie erlebt, dass er vor mir ins Bett geht. Deswegen verwirrt mich das ein bisschen. Naja, habe ich aktuell noch irgendwelche Konzepte, die ich gern verinnerlichen würde? Ich glaube, theoretisch bestimmt. Aber ich finde, wir sollten... Oh nein, ich hatte mal einen Zettel, der ist aber schon sonst wohin, befürchte ich. Ein Zettel, wo ich mir aufgeschrieben habe, was ich wo brauche. Ich glaube, was wir oft brauchen und nie haben, ist Körperapparat. Aber ich glaube, ich heb mir die 3 Punkte auf und wenn mal wieder eine Challenge kommt, dann kann ich nämlich die 3 Punkte investieren. Dann können wir vielleicht wenigstens ein bisschen unsere Chancen erhöhen, irgendwas zu lösen. Dann lasse ich das jetzt nämlich mal. Das ist die Kugel. Die schauen wir uns noch an. The bullet is safely sealed away in a plastic bag bearing the RCM stamp. Kim has filled out the label on the bag with the item number, case number and date and location the bullet was found. Beside his orderly handwriting, the bullet looks especially sad, like a tiny, shriveled head of cauliflower. Was mache ich bloß mit dir, Kugel? What? Ich sagte, was mache ich bloß mit dir, Kugel? Well, if I was the bullet, which I'm not, I would say, find the weapon that shot me. Gute Idee. If we find who owns it, we will have likely found who used it, possibly to kill our victim. In conclusion, the more we know about this bullet of yours, the better. Betasten wir die Kugel durch den Beutel hindurch. The squashed bullet has some sharp edges
where the jacket has split open. It feels cold, even through the bag. You wouldn't ordinarily have cause to handle jacketed bullets. The citizens' militia uses cast bullets only. Little pebbles of metal loaded from the muzzle, usually in a cartridge. Betieren wir die Kugel genauer. The jacket of the bullet is made of a yellowish metal. It has blossomed out to reveal a dark gray core. The base of the bullet is close to 5 millimeters in diameter. Schauen wir uns den Mantel an. You can just about make out a few striations near the base of the bullet. Little hairlines, linear. It feels standard. Der Kern? It's quite destroyed. Some of the fragments are still lodged in the wound. What can you say about the bullet so far? Es handelt sich um ein Mantelgeschoss mit einem Durchmesser von fast 5 mm. A jacketed bullet. Okay. It would have been shot from a military-grade breech-loading rifle, not from a muzzle loader like those typically found on the streets of Martinez. Aha, aha, aha. We were right. This came from a serious weapon. Highly unusual. The people of Revachol haven't carried breech-loading weapons like this for nearly half a century. Even the RCM uses ordinary unjacketed conical bullets. This is strange. Very strange. I like this, officer. Strange means unique. Unique means incriminating. We need to find the gun that shot it. Something tells you that won't be any time soon. This'll have to be one of those epic tasks that's open for a while. Ich versuch das. 72%ige Erfolgswahrscheinlichkeit ist nicht so schlecht. Schauen wir mal. Versuchen wir, den Waffentyp zu bestimmen. A rifle. Yes. Revolutionary period. Your bullet looks to be an old 4.46 millimeter from the surplus left over from the turn of the century. Probably an antique or a retrofitted. Warte mal, warte mal. Haben wir nicht genau so eine Antiquität in diesem Loch in der Wand gefunden? Ich befürchte, ich habe das von Pfandleiher verscherbelt. Aber das könnte unsere Mordwaffe gewesen sein. Welches Fabrikat? The 4.46 caliber was widely used with the Belmargrave rifle, a Revacholian manufacturer. The BM dominated the battlefields of the Insulindian Theater of the Anticentennial Revolution 50 years ago. Incidentally, you have just such a rifle with you. Ach. The dusty old thing you found hidden in the basement Ach. Below the commercial area. It's unusable, sadly. If it were, the bullet would probably fit the chamber. Ich hab's anscheinend doch nicht verkauft, die Waffe. Das ist gut. Stellt dieses Gewehr noch jemand her? No, but Zeliger, a major firearm manufacturer, ended up with a surplus after the war. So there are still a lot of these old military rifles floating around, usually broken. The quality was appalling. Wir benutzen heutzutage Belmargrave-Gewehre. Antiques enthusiasts, guerrilla fighters in distant countries, a few lucky Jamrock bangers. Wer, nicht wir. Same thing you found in that hidden weapons cache, only in working order. Hmm. What are you thinking? Bullet? Ich glaube, ich weiß, wo sie herkommt. Wir lassen den Beutel gedankenvoll baumeln. Okay. And? Der Schuss stammt wahrscheinlich aus einem Belmargrave-Gewehr. An antique. That makes sense. There can't be many breech-loading rifles floating around in Martinez or anywhere in Revachol, really. Warum nicht? Sure, there's some arms trafficking. But the laws prohibiting the use of breech-loaders we inherited from the monarchy have been effective, from what I've seen. Some new RCM recruits get impatient with their muzzle loaders once they've trained with military-grade weapons, but they realize it's worth it in the end. Prohibiting peacetime law enforcement to front-loaded rifles is a policy enforced by the Moralist International in all the nations of the Real Belt. Da überlegt man es sich zweimal, bevor man abdrückt. Das gefällt mir. Imagine if everyone, cops, citizens, had access to firearms that could shoot multiple rounds without pausing to reload. After the first shot, the second, third and so on come much easier. But back to the investigation.
Scheint, als würden wir nach einem Antiquitätenliebhaber suchen. Doesn't seem that likely, but we'll check out all possible leads. Next step. Na gut. Die Kugel hat weiter nichts mehr zu sagen. Wow, schon wieder ein Level-Up. Hey, heute, mein Gott, hey, ich bin hunderte von Stunden gefühlt rumgedümpelt hier und hab nichts geschafft. Und jetzt haben wir in 2 Stunden, glaube ich, mehr für den Fall getan als insgesamt jemals zuvor. Aber für heute machen wir jetzt Schluss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mich würde mal ein Fallout Texas interessieren oder ein Fallout, das in Mexiko spielt. Ja, ich denke theoretisch. Ich meine, Fallout wird wahrscheinlich jede einzelne Stadt in den USA der Reihe nach durchgehen, bis wir irgendwann mal beim 80. Teil sind, bevor die USA verlassen, so wie ich das aktuell einschätze. Wobei jetzt unter Microsoft könnte sich theoretisch alles ändern, auch was Spin-offs und so weiter angeht. Aber warten wir mal ab. Es wird sich ja erst, ich meine, die Übernahme ist ganz frisch, Spielentwicklung dauert ewig. Das wird sich wahrscheinlich erst die nächsten Jahre zeigen. Wenn wir in 5, 6 Jahren noch keine Anzeichen von Spin-offs und weiteren Fallout-Universen oder einer Ausdehnung des Fallout-Universums sehen, dann kann es sein, dass da auch nicht mehr großartig was kommt. Zumindest, ne, dass das keine Priorität ist. Aber warten wir noch ein paar Jahre ab, dann können wir das wahrscheinlich sicher sagen. Aber theoretisch gäbe es ja quasi unendlich Potenzial, das man da ausschöpfen könnte. Das könnte man ja erstens natürlich über den kompletten amerikanischen Kontinent überziehen, das Spiel, die Szenarien. Man könnte natürlich auch nach Europa, nach Asien, nach Afrika gehen und theoretisch auch ins Weltall, wie ja das ursprüngliche Fallout 3 sogar mal angedacht war, dass man hier dann letztendlich, oder dass zumindest der Plan der Enklave ist, ins Weltall zu gehen. Und eventuell hätte uns das Spiel dann auch dahin geführt. Wäre zumindest denkbar gewesen. Also ja, alles ist möglich. Da wäre unendlich viel Potenzial da. Und natürlich, wenn das nicht schon reicht, könnte man auch in der zeitlichen Komponente noch ganz viel machen. Man könnte Geschichten vor dem Krieg erzählen, wie zum Beispiel die Resource Wars in Europa und im Nahen Osten. Man könnte weiter in die Zukunft gehen. Man könnte auch wieder einfach nur zurück an die Westküste gehen. Das alleine hätte schon so viel Potenzial, wo neue Zivilisation entsteht, wo neue Städte entstehen, neue Technologien wirklich auch entwickelt und genutzt werden, wo wirklich sowas wie Wohlstand und Frieden herrscht. Ein ganz anderes Fallout, als wir das an der Ostküste immer sehen, könnte man da machen. Mit wirklich großen Metropolen, richtigen Städten, in denen es kaum Kriminalität gibt oder zumindest nicht sehr viel mehr als in unserer heutigen Zivilisation und wo Überlebensskills fürs Ödland überhaupt keine Rolle mehr spielen, sondern Spezialisierungen für gewisse Arbeiten, für Handwerk plötzlich wieder im Fokus stehen. Und das als Hub quasi wäre auch wieder ein ganz anderes Erlebnis irgendwie, als jetzt Fallout 4 und Fallout 76 beispielsweise sind. Also da wäre unendlich viel zu tun. Aber ja. War nicht Fallout Brotherhood of Steel in Texas? Das stimmt, das wollte ich auch vorher noch sagen. Dass dieser seltsame Spin-off, der hat tatsächlich in Texas gespielt, aber der ist nicht Canon. Insofern können wir den ignorieren. Der zählt nicht. Naja, Leute, ich würde jetzt mal sagen, wir machen jetzt Schluss für heute. Hat mich gefreut. Vielleicht müssen wir einfach mal so einen Let's Talk-Stream machen, oder? Ich habe das Gefühl, da besteht irgendwie auch immer Interesse im Chat, dass man einfach mal über solche Sachen redet, ein paar Stunden. Über alles, was einen so zu Fallout, Resident Evil, aber von mir ist auch gern zu allem anderen, was irgendwie mit Videospielen zu tun hat, ein bisschen schwätzt. Man kann ja nebenbei vielleicht irgendwas Belangloses spielen oder so. Es wäre auf jeden Fall eine Idee. Könnte man mal schauen. Na jo, okay. Dann würde ich jetzt aber für heute mal sagen, ciao, macht's gut, gute Nacht. Und danke fürs Dabeisein, danke für die Bits, danke für die Abos und auch an alle, die das jetzt auf YouTube sehen. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Dabeisein. Liken und Abonnieren nicht vergessen. Macht's gut, gute Nacht. Ciao.